wollte vielleicht auch für die, die mich oder auch die Firma Terrestris noch nicht kennen, ganz kurz ein Anekdötchen dazu erzählen. Wollte dann kurz diese Komponenten vorstellen. Das ist sicherlich ein bisschen variabler. Ah, Ton ist da. Wunderbar. Einfach einen kurzen Überblick geben und dann mich eigentlich wirklich tatsächlich auf diesen Dreiklang QGIS, Shogun und GeoServer konzentrieren und am Ende noch einen kleinen Ausblick geben, weil das Ganze, was wir da vorhaben, das ist ein Prozess, da sind wir mitten in der Entwicklung drin und einfach nochmal kurz zeigen, wo das dann hingehen wird. Aber zuerst ganz kurz eine einzige Folie über die Firma Terrestris, das wisst ihr nämlich auch alle nicht. Wir haben uns 2002 gegründet aus diesem Institut, das war eine Landesförderung, die wir damals erhalten haben, und Teil des Deals war, dass wir Büroräume von der Universität für ein halbes Jahr zur Verfügung gestellt gekriegt haben. Und wenn man hier rausgeht, hier so 30 Meter zu meiner Linken, da stehen so Bürocontainer, und da haben wir tatsächlich im Jahr 2002 angefangen mit der Firma Terrestris, haben uns damals aber tatsächlich auch schon mit dem Thema Open Source WebGIS im Wesentlichen beschäftigt. Insofern könnte man sagen, es hat sich in 16 Jahren überhaupt nichts getan. Ich könnte das Gleiche erzählen wie vor 15 oder 16 Jahren. Tatsächlich hat sich aber doch eine ganze Menge getan, auch wenn die Themen und die Fragestellungen vielleicht gleich geblieben sind, aber die Software-Tools sind wesentlich reifer geworden und ich glaube, es gibt mittlerweile gute Möglichkeiten, auch diese Tools miteinander zu verbinden, weil warum muss ich irgendwie was neu erfinden, was eigentlich schon da ist? Ich muss nur gucken, dass ich die Sachen sinnvoll integriert kriege. Gut, eine Neuigkeit noch, wer es noch nicht mitgekriegt hat, seit 1.1. wird die Firma Terrestris auch nicht mehr von mir und meinem Partner Hinrich Pausen geleitet, sondern diese beiden netten jungen Herren, eine sitzt auch da oben, glaube ich, die neue Geschäftsführung übernommen, falls Sie sich wundern, die beiden springen hier rum. Ich wollte sie nur noch einmal zeigen. Gut, die Komponenten, QGIS, GeoServer und Shogun, das sind die drei Komponenten. Ich glaube, über QGIS muss ich gar nicht so furchtbar viel sagen. Nach 2 Tagen FOSGIS muss man sagen, wer jetzt in den 2 Tagen über QGIS nichts mitgekriegt hat, der hat den Schuss nicht gehört. Wir merken das sehr viel, dass auch so über die letzten Jahre erst so ein bisschen versteckt und mittlerweile aber eigentlich auch sehr breit und sehr öffentlich wirklich QGIS eingesetzt wird an wirklich vielen, vielen Stellen. Und deshalb habe ich jetzt mal reingeschrieben, das ist eigentlich so ein bisschen das Open Source Desktop-GIS, was sehr, sehr viele Leute einsetzen und verwenden. Und ich habe mir so einen Gedanken darüber gemacht und finde, das ist eigentlich ein super Ausdruck dafür, wie reif Open-Source-Software eigentlich geworden ist und wie reif auch ihr alle als GIS-Administratoren, als Nutzer und als sonst was geworden seid, dass ihr einfach so ein Tool einsetzt. Die Einstiegshürde ist ja nicht besonders hoch, aber es ist für mich so ein bisschen auch so ein Ausdruck von der Emanzipation geworden. Ich nutze QGIS und ich lasse mir nicht von irgendeinem krawattentragenden Typen erzählen, der marketinggetrieben ist, was das beste Softwarepaket ist, sondern ich finde das selber raus. Und da ist QGIS, finde ich, ein super Beispiel für. Gut, GeoServer, wahrscheinlich auch bei den meisten bekannt. Wer hat schon mal irgendwas mit GeoServer gemacht, gearbeitet, gesehen? Oh, Hälfte, gut die Hälfte. Es ist ein sehr performanter Open-Source-Kartenserver, der mir unter anderem diese unten dort aufgelisteten Dienste anbietet. Ich wollte nicht verschweigen, dass es noch andere Open-Source-Alternativen gibt, Urmin Map-Server, Degree, Mapnik, QGIS-Server, wahrscheinlich noch einige andere. Erhebt nicht den Anspruch der Vollständigkeit und GeoServer ist wirklich eine tolle Kernfunktionalität, die ich noch erweitern kann durch Plugins, die ich auch entwickeln kann. Ich kann auch WPS-Dienste relativ leicht unter den GeoServer schieben und so neue Processing-Dienste machen. Und für den Talk eine relativ wichtige Eigenschaft ist, der GeoServer hat eine Konfigurationsoberfläche. Das heißt, ich logge mich irgendwo in Backend ein. Ich kann das mal kurz hier auch zeigen. Habe im Prinzip hier eine Administrationsoberfläche, wo ich verschiedenste Elemente administrieren kann. Ich kann Layer anlegen, ich kann vor allem hier auch Stile editieren. Das macht allerdings nicht viel Spaß, weil wenn ich nämlich hier reingehe, dann lande ich irgendwann in diesem SLD-Editor und das liegt nicht so jedem in etwa.
Aber es gibt, wie gesagt, Konfigurationsoberfläche. Man kann das Ding auch konfigurieren über eine API. Das heißt, ich muss gar nicht selber da reingehen, sondern ich kann mit irgendeinem Programm oder ich kann es auch in den Browser eintippen, wenn ich das mag, kann ich mit dem Geo-Server über eine API kommunizieren. Und genau diese API, das habe ich dann Klammern hingeschrieben, die machen sich eigentlich die beiden Tools, die ich noch zeigen will, eigentlich zunutze an der Stelle. Gut, dritte Komponente, Shogun. Auch hier keine ellenlange Einführung. Ich habe hier mal verlinkt, ich habe das letztes Jahr auf der FOSGIS relativ intensiv behandelt. Ich habe meinen Talk vom letzten Jahr mal verlinkt. Wer sich hinterher die Folien runterlädt, wird dann direkt sozusagen weitergeleitet. Im Grunde genommen ist Shogun eigentlich, wir sagen, eine Ready-to-Use WebGIS-Suite aus Open-Source-Komponenten zusammenbaut. Vielleicht kann man das ein bisschen verdeutlichen hier anhand von dieser Grafik, die wir hier haben. Wir nennen das ganze Produkt oder Projekt Shogun Harmony. Das fängt hier unten an bei einer Datenbank, die ich brauche, um Konfigurationen zu speichern. Ich habe hier meinen sogenannten Shogun Core. Das ist im Grunde genommen die serverseitige Komponente, im Wesentlichen aus Java Spring und Hibernate zusammengebaut, die selber wiederum auch eine eigene API anbieten. Und über diese API kommunizieren verschiedene Oberflächen, die ich in Shogun haben kann. Also ich habe eine Administrationsoberfläche, werde ich gleich auch mal kurz zeigen. Ich habe einen GIS-Client und hätte hier im Grunde genommen sozusagen das, was wir als Shogun bezeichnen. Wir haben das Ganze noch ein bisschen erweitert, indem wir schon andere Komponenten, genau nach der Philosophie, die ich eben genannt habe, eingebunden haben. Unter anderem auch schon einen Geo-Server. Das heißt, da gibt es schon eine relativ intensive Kommunikation zwischen den beiden. Wir haben ein Geo-Network eingebunden, um direkt über eine Shogun-Oberfläche Metadaten editieren zu können. Und auch hier ein recht umfangreiches Print-Modul eingebaut. Das ist Mapfish Print. Wird sehr viel entwickelt von der Firma Camp2Camp, die da vorne sitzt. Wunderbares Tool. Und wie gesagt, das alles wird sozusagen orchestriert über die Shogun-Oberfläche hier. Ich kann das auch gerade mal eben zeigen. Ich habe mir letzte Woche vom Daniel, der sitzt da oben, wir haben dieses ganze Shogun Harmony, was ich gerade gezeigt habe, das haben wir alles in schöne kleine Docker-Container gepackt. Und der ist hoch in mein Büro gekommen und hat die komplette GDI, die ich jetzt hier zeige, in 7 Minuten auf diesem Laptop installiert. Wir haben eine Docker-Umgebung installiert, dann hat er 3 Befehle eingegeben und von den 7 Minuten waren 6 Minuten Download, wo die Sachen direkt aus dem Repo runtergeladen wurden und jetzt habe ich das hier unter Localhost meine komplette Umgebung laufen. Sehr, sehr praktisch an der Stelle. Kann man nicht viel sehen. Das ist sozusagen diese Administrationsoberfläche, die ich eben genannt habe. Wir haben hier sogenannte Applikationen. Das sind einzelne in sich gekapselte WebGIS Projekte. Ich habe Layer. Das sind WMS-Dienste, letzten Endes, die dahinter stehen, aber wir gucken nicht auf den ganzen WMS, wir gucken immer auf den einzelnen Layer und sind der Meinung, dass die Konfiguration eigentlich wesentlich flexibler macht, weil ich kann wirklich layerweise in eine Applikation Layer reinstopfen. Und das Gute ist an den Layern selber, das ist nämlich die dritte Entität, die wir hier verwalten, das sind Benutzer und Benutzergruppen, die entweder in Shogun selber verwaltet werden oder irgendwo aus einem LDAP oder ähnlichen Dingen kommen. Und ich kann zu jedem Layer eine Nutzergruppe zuweisen. Wer bei dem Vortrag vorher da war, bei dem Jörg Thomsen, der die Schwierigkeit hatte, viele Layer in 16 Bundesländern zu verteilen. Wir würden das hier dadurch lösen, dass wir einfach verschiedene Rechte an die Layer hängen und hätten dann am Ende eine einzige Applikation. Die ruft jemand auf und der sieht genau das, was er letzten Endes berechtigt ist zu sehen. Das ist so ein bisschen das Grundprinzip. Ich kann hier Applikationen anlegen, ich kann die auch hier bearbeiten, irgendwelche Tools ein- und ausschalten, Mittelpunkt, und ich kann eben an der Stelle aus diesem Layer-Pool Layer von aus meinem Pool hier einfach rüberziehen und mir so meine Applikationen sozusagen zusammenbauen, die letzten Endes einer Nutzergruppe zuweisen und nach draußen geben. Das ist so die Grundphilosophie hinter Shogun an der Stelle. Und jetzt so ein bisschen
die Frage, warum brauche ich das denn eigentlich überhaupt? Warum brauche ich überhaupt eine Verbindung von einem Desktop-GIS und einem Web-GIS? Das ist ja eigentlich völlig was anderes. Und habe mir mal ein paar Gedanken dazu gemacht. Letzten Endes ist, glaube ich, der Bedarf schon sehr, sehr hoch, dass man gleiche Dienste in der Desktop-Welt in einer größeren Organisation haben will und will die vielleicht dann auch so, wie sie sind, ins Web-GIS reinschieben oder das eben auch andersrum machen. Ich meine, grundsätzlich geht immer der Weg über einen Dienst, das kann ich mir dann in meinen Desktop reinbinden, aber viel schöner ist, ich kann ja alles im Desktop konfigurieren und schiebe es dann hinterher so, wie es ist, ins Web rüber. Und das ist letzten Endes die Idee, die auch hier hinter dem Talk hier steht. Gut, das kann ich jetzt erzählen, ich kann das aber auch einfach mal zeigen. Wenn wir uns jetzt mal dezidiert die beiden Komponenten QGIS und GeoServer angucken, ich habe hier mal so aufgelistet, was letzten Endes geht. Das sieht dann, wenn ich ins QGIS mal reingehe, sieht das so aus. Ich habe hier mein ganz normales QGIS, Entschuldigung, es ist noch ein 2.1.8er, weil die Extension, die läuft noch nicht unter dem 3er QGIS. Und habe hier eine Extension zugeladen, die heißt GeoServer Explorer. Und wenn man hier mal reinguckt, der hat also hier 5 Layer gelistet. Und wenn ich jetzt gleichzeitig hier nochmal in meinen GeoServer reingucke, gucke hier auf die Layer, dann sehe ich halt auch, das sind eben jene 5, 4. Ich habe eben einen gelöscht. Müsste ich hier mal synchronisieren. Jetzt sind es eben auch hier 4 Layer, da hat man das im Grunde gesehen. Also ich habe wirklich eine direkte Kommunikation aus dem QGIS über die API in den GeoServer rein. Jetzt könnte man sagen, ja, so ein Schwachsinn, ich kann doch hier ein WMS in QGIS einfach über einen Button hinzufügen, kann ich natürlich machen. Viel cooler, was ich machen kann, ich kann aber hier auch direkt aus dem GeoServer heraus, ich nehme mal hier den, kann ich diesen Layer in das QGIS-Projekt übernehmen. Jetzt sehen wir schon, jetzt hat er den geladen. Jetzt könnte man immer noch denken, naja, der lädt da ein WMS rein, aber nicht über den Button, sondern über einen anderen. Das ist aber falsch. Ich habe die Features geladen. Ich habe wirklich die Features jetzt geladen, die aus dem GeoServer sozusagen geliefert werden und habe die jetzt hier in meinem QGIS-Projekt drin. Und wenn ich jetzt hier im GeoServer mal gucke, der hier war das, den kann ich ja auch mir hier mal angucken. Und wir sehen, der ist so wunderschön grün an der Stelle. Und wir erinnern uns an den Stileditor eben im GeoServer. Da müsste ich jetzt reingehen, müsste an die Stelle gehen in einem Code, müsste den Farbcode in dem SLD sozusagen verändern, um die Farbe zu ändern. Ich kann das aber auch direkt in QGIS zum Beispiel machen. Ich gehe also hier rein, so wie wir das von QGIS kennen, gehe auf meinen Stil und ich sage mal, ich will jetzt nicht grün haben, ich will mal jetzt blau haben. So, wende ich das hier an. Das ist jetzt nicht besonders magic an der Stelle. Ich kann jetzt aber hier rüber gehen und kann sagen, New Style from QGIS Layer. Das heißt, ich klicke hier drauf und dann bekomme ich hier einen Vorschlag und dann sage ich mal NAT09-10, den speichere ich mir jetzt mal hier rüber und gehe jetzt hier auf meinen Layer, das ist ja der, den ich eben hier rübergeladen habe, und kann an der Stelle sagen, ich will jetzt einen Stil hier hinzufügen und suche mir jetzt hier meinen NAT09-10, den ich eben gemacht habe, füge den hier als Default Style mal dazu und jetzt meldet er mir oben, wurde gemacht und oh Wunder, ich gehe jetzt in den GeoServer rein und habe das Ding gestylt. Und das ist natürlich total geil, weil QGIS hat eine super Oberfläche, um Stile zu generieren. Ich kann das über die Oberfläche machen. Ich muss keine Dateien transferieren mehr. Wenn ich jetzt sage, ich will jetzt nichts gegen QGIS Server sagen, das ist eine super Software, aber ich muss dann immer das Projektdatei von einem Server auf den anderen rüberschieben, um meine Sachen zu haben. Hier rede ich letzten Endes rein über die API und dadurch, dass ich jetzt hier natürlich eine Verbindung zum GeoServer aufbaue, habe ich hier auch die Benutzersteuerung drin. Weil der Benutzer, der letzten Endes im GeoServer an der Stelle eingeloggt ist, letzten Endes auch seinen bestimmten Arbeitsbereich im GeoServer bearbeiten darf. So, jetzt sehen wir natürlich auch, wenn wir jetzt nochmal hier rüber gehen, in Shogun, ich habe 2 Minuten mehr, weil wir später angefangen haben.
liest. Jetzt gehe ich hier mal in das Shogun rein. Na, jetzt hatte ich ihn schon geladen. Ich wollte jetzt den schönen Effekt haben. Hier habe ich natürlich im Grunde genommen auch genau den gleichen Layer, den ich mir hier aus dem Geo-Server geholt habe. Ich wollte das jetzt so schön effekthaschend machen, dass ich erstmal den Layer gar nicht reinlade. Und dann, aber Sie können sich das Spiel in etwa vorstellen. Ich wollte noch eine Minute ganz kurz noch Interaktionen zeigen, wie wir, wie auch Shogun mit dem Geo-Server an der Stelle kommuniziert. Ich kann nämlich in Shogun über diesen Button Create, also ich bin jetzt hier in meiner Layer-Verwaltung, kann ich eine Datei hochladen. Ja, und ich habe jetzt hier verschiedene Dateien, das sind irgendwelche Shape-Dateien, die habe ich jetzt zusammengezippt. Wir wissen, der Schmerz beim Shape-Datei ist immer, dass es mehrere Dateien sind. Ich habe die jetzt hier hochgeladen, dann erkennt er direkt, okay, sind alle erforderlichen Daten dran und kann jetzt hier über so einen Workflow durchgehen. Ich wollte das allerdings tatsächlich jetzt auch wegen der Zeit vielleicht mal einen bestehenden Layer zeigen, lade den dann im Prinzip hoch. Im Hintergrund wird die Datei an den Geo-Server API übergeben und gesagt, hier ist eine Datei, mach du mir mal bitte einen Layer draus. Und der Geo-Server meldet dann sozusagen an Shogun letzten Endes zurück, hier ist dein Layer und damit kannst du jetzt andere Dinge tun. Unter anderem kann ich hier Metadaten einpflegen. Da haben wir wiederum, denken an die Grafik eben, die Verbindung zum Geo-Network. Und ich habe auch hier die Möglichkeit, den Stil zu editieren. Allerdings, das muss man an der Stelle fairerweise sagen, ich kann hier auch Klassen anlegen und Farben. Ich kann zum Beispiel nicht beschriften in Layer. Also ich sag mal, um schnell mal einen Layer zu visualisieren oder ich habe nicht zu komplexe Zeichenvorschriften, das kann ich hier mittlerweile letzten Endes alles in Shogun machen. Und Shogun tut eigentlich auch nichts anderes als QGIS. Er spricht einfach die API an und sagt, hier Geo-Server, hier ist dein neues SLD, übernimm das an der Stelle mal. Ich habe aber natürlich in einem QGIS auch wesentlich mehr Möglichkeiten. Das heißt, von dem Zusammenspiel kann ich jetzt hergehen, style meine Layer hier im QGIS, schiebe die an den Geo-Server rüber, übernehme die im Stil hier sozusagen in Shogun und publiziere sie dann dezidiert nach Benutzern. Eine zweite Möglichkeit, die wir hier auch haben, ist, ich habe vielleicht Layer im Geo-Server angelegt, aus irgendwelchen Gründen über die Geo-Server-API und die will ich jetzt in Shogun übernehmen, ohne dass ich jetzt so einen File-Upload mache. Dafür haben wir hier ein sogenanntes Synchronize. Also ich synchronisiere mich sozusagen mit der Geo-Server-API und wenn wir mal gucken, da links sieht man die Layer, die wir jetzt gerade in der Verwaltung von Shogun drin haben und ich klicke auf diesen Synchronisierungs-Button, wiederum einen Zugriff auf die Geo-Server-API und sagt, welche Layer hast du denn? Auf der Shogun-Seite gibt es einen Abgleich und dann wird festgestellt, den Layer, den kennt offensichtlich der Geo-Server, den habe ich noch nicht hier. Und kann den jetzt einfach durch ein einfaches Import dann sozusagen hier in mein Shogun übernehmen, habe das hier in der Verwaltung und kann damit dann letzten Endes weiterarbeiten, kann das jetzt hier in eine Applikation reinstecken und so weiter und so fort. Gut. Ja, ich werde fertig. Das habe ich jetzt im Wesentlichen erzählt. Stile über QGIS, editieren. Was ich jetzt noch nicht kann, ich habe noch keine Verbindung von Shogun zum QGIS. Und noch cooler wäre ja eigentlich auch, ich habe vielleicht einen Layer in QGIS, aber den habe ich noch gar nicht im Geo-Server und möchte den auch übernehmen. Und das ist tatsächlich der Punkt, wo wir uns gerade intensiv mit auseinandersetzen, nämlich die Verbindung von QGIS und Shogun. Es ist ja immer ein bisschen doof, wenn man so einen Talk einreicht, dann hofft man ja, dass irgendwann die Software vielleicht auch rechtzeitig fertig wird. Deshalb kann ich das jetzt gleich nur in einem kleinen Ausblick zeigen. Letzten Endes, genauso wie wir da schon den bestehenden File haben über diesen QGIS Geo-Server Explorer, wollen wir im Prinzip ein ähnliches Plugin oder das bestehende Plugin erweitern, um sozusagen aus QGIS heraus auch Shogun administrieren zu können. Das heißt, ich habe in QGIS lege ich ja sowieso schon mein Projekt an
und stecke mir meine Layer zusammen, habe da vielleicht auch ein paar Layer drin, die noch gar nicht im Geo-Server publiziert sind. Und das ist so ein bisschen das Ziel, dass man dann in QGIS eigentlich nur noch auf den Export-Button klickt, QGIS dann die Shogun-API anspricht und sagt, hier hast du ein neues Projekt, das wird automatisch in Applikationen in Shogun angelegt. Wenn die Layer noch nicht drin sind, werden die automatisch im Geo-Server angelegt. Und ich habe so im Grunde genommen über einen Desktop eine wunderbare Verbindung, um sozusagen auf allen Ebenen die gleichen Daten publizieren zu können. Das ist so ein bisschen die Idee. Es gibt da tatsächlich auch schon ein bisschen Code, habe ich mir vom Entwickler berichten lassen. Allerdings tatsächlich noch nichts Zeigbares an der Stelle. Aber wie gesagt, das ist so ein bisschen das Ziel, was wir mit der ganzen Geschichte verfolgen. Ansonsten bedanke ich mich. Kleiner Hinweis noch am Ende. Wir haben hier unter GitHub Terrestris, da gibt es auch die ganzen Komponenten im Wesentlichen, die ich eben genannt habe. Wir finden auch hier unten den Code von Shogun 2. Und an der Stelle nur der Hinweis, wir haben ja relativ viele Workshops und Ähnliches gemacht. Auch die ganzen Sachen, die finden Sie hier eigentlich auch alle zum Download. Aber wie gesagt, das nur am Rande. Dankeschön. Ja, dann vielen Dank, Till, für den Vortrag und dann übergebe ich an die Fragen. Till, ich wollte dich fragen. Du kannst hier reinsprechen. Ah, wunderbar. Gut. Schätzchen. Hat das Shogun auch eine Art REST-API, wo ich sagen kann, hier ist ein neuer WMS-Layer, fügt das mal der Anwendung hinzu? Also diese Richtung? Ja, ne? Techniker nicken, ja. Okay, ich habe jetzt noch keine weitere Frage gesehen. Achso, doch, hier, dann erstmal hier mit. Also nur die kurze Frage, die Style-Übernahme vom QGIS in den Geo-Server. Wie komplex dürfen diese Styles sein, damit das korrekt übernommen wird? Ja, ich wusste, dass die Frage kommt. ich habe ein bisschen rumgespielt damit. Ich habe so Bauchgefühl, 85% habe ich sauber rübergekriegt. An ein paar Stellen hat es dann auch ein bisschen geklemmt, muss man schon sagen. Also ich habe mal so gepunktete Flächensignaturen probiert. Das geht. Ne, aber die Punkte im SLD, die sind wesentlich größer. Das sieht dann genau umgekehrt aus. Also ich habe braun auf beige und Geo-Server sieht dann beige auf braun aus. Und bezogen auf Labels, gibt es da Erfahrungswerte? Das funktioniert auch. Du musst allerdings gucken, weil du normalerweise auf deinem Desktop-Rechner wesentlich mehr TrueType-Fonts hast, als die dem Geo-Server zur Verfügung stehen. Da muss man halt gucken, was da ist. Sonst kommt nämlich, der schreibt tatsächlich den TrueType-Font rein. Nur drüben kann der Geo-Server nichts mit anfangen, weil er den Fond nicht hat. Funktioniert übrigens auch mit Symbolen für Two-Time-Fonds. Mhm. Also, das geht auch. Ja, vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Schöner Talk, Till. Zu der Frage von gerade eben bezüglich der Stile. Gerade auch QGIS und Geo-Server, die Entwickler, die Kernentwickler dahinter, die haben auch, was die Harmonisierung von diesen Interpretationen dessen, wie es im SLD-Standard steht und so weiter, also wie man das interpretiert, Rotation und all sowas, der letzte Code-Sprint, den die dort gemacht haben, da haben die auch ganz bewusst daran gearbeitet, das zu harmonisieren, dass es also im QGIS genauso interpretiert wird, wie es im Geo-Server interpretiert wird. Da hat der Andrea Amy, einer von Geo-Server-Kernentwicklern, sehr viel am QGIS gearbeitet und umgekehrt. Also das heißt, das ist durchaus zu hoffen, dass das auch noch besser wird in Zukunft und es kann ja jetzt schon auch einiges. Dann sehen wir uns zur Abschließveranstaltung. Genau, ich wollte vielleicht noch abschließend sagen, also ich finde das gerade ein ganz wichtiges Thema, weil das hatte ich am Anfang noch mal als Einführung, als noch die Aufnahme nicht lief, gesagt. Ich finde es wichtig, dass letzten Endes die Leute, die kartografischen Stile erstellen, auch die Möglichkeit haben, das zu machen, weil die ganzen Lösungen, die da sind, du hast es ja angesprochen, SLD, Karto, CSS, egal. Als regulärer Kartograf ist das schwierig, das umzusetzen. Deswegen ist es enorm wichtig, auch für die Etablierung dieser Open-Source-Lösung, dass wir eben diese Editoren auch so hinbekommen, dass das normale User nutzen können und dann wird sich auch die Anwendung noch weiter verbessern, als es ohnehin schon der Fall ist. Gibt es denn noch Fragen?
Nee, dann nochmal recht herzlichen Dank an Till für den Vortrag und danke.